Ja. Ui. Das nimmt jetzt auf. Könnte ich das grösser machen? Ja, egal. Also, hoi. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da jetzt aussehe, aber ich weiß, jetzt ist mal Licht. He? Hast du gesehen? Und ich bin im Rahmen. Total mit allem Puff rundherum und schön und Deckeli und siehst, ich habe da noch einen Kollegen von mir auch noch mitgenommen, weil mach mal eine nette Frisur, ey. Und ich sehe mich jetzt schon wieder nicht mehr, weil es bleibt stehen jetzt bei 39 Sekunden und ist eingefroren und mein Computer. Also warte. Ich rede einfach weiter, weil ich meine, keine Ahnung, vielleicht nimmt es ja gleich auf. Ah, ich sage dir mit dieser Technik, ich sage dir. Irgendwie macht es einem etwas verrückt, wie man denkt. Gut, jetzt habe ich mir alle Mühe gegeben und jetzt sehe ich mich 30 Sekunden, dass ich mal weiss, also ich nehme mir irgendetwas auf, was ich wirklich auch sehe. Und dann freest es wieder, weil ich weiss eben dann auch nicht, warum das Bild freest, weil er kein Speicher gehabt. Oder weil er ihm zu viel ist, oder weil ich ihm zu viel bin, oder ich weiß auch, wow, und jetzt bewegt sich wieder etwas. Aber so, dass ich. Also, ich weiß, es nützt mir jetzt eigentlich nur wenig, dass ich jetzt da meinen Kompi, wirklich meinen Kompi, da runtergenommen habe, mein Laptop, weil das da in so eine Foto. Wie sagen wir, ein Fotokasten-Ding hat, wo man kann sich selber filmen kann. Im Gegensatz zum iPad und. Leck die Technik. 1980 war es noch nicht möglich, Sandra. Wahnsinn. Jedenfalls, jetzt tut es da vorne ein bisschen stocken und ich lasse mich von dem sehr irritieren. Nicht etwa gar nicht, aber das ist ja gleich. Hundi, was meinst du zu dieser Geschichte? Hundi? Oh. Er kann bald fischen übrigens. Er will jetzt auch gerade fischen. Hundi! Ziehen raus! Eben, Stunden später. Und er kann die Töffel fahren. Ah, oh, sie ist anstrengend auf dem Bauch. Ja gut, jetzt habe ich zu dem. Und er kann Headbangen. Da, 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 ba, ba. Juhu! Und er kann Russ. Perestroika. Gib's mir. Dom Perignon. Hoi! So. Also, wir sind jetzt wieder normal. Jetzt sehe ich mich ein bisschen. Und so. Das war ein bisschen ein nichtsnutziges Intro vom psychologischen Gehalt her. Jetzt tun ja das so ein bisschen weiter, ein bisschen so anschauen. Aber das ist mir eigentlich jetzt gleich, weil ich mich schon festhalten. Das ich, habe ich glaube vorhin schon gesagt, aber das habe ich jetzt wieder wie nicht mehr gesehen. Puh, dass ich jetzt mein Laptop da am Boden genommen habe und das so probiere. Und das ist eigentlich besser, weil das Laptop stoppt von allein. Ich sehe mich jetzt so, wenn auch ein bisschen suboptimal, aber doch, doch. Und es ist zwar ein bisschen irritierend, aber es macht das Ganze schon ziemlich viel einfacher und ich könnte trotzdem deswegen mal zwischendurch dann eins mit dem iPad-Ding aufnehmen, wenn es mir nach Abenteuer und so, bin ich auch auf dem Bild. Das ist so ein bisschen das. Und gestern, das ist jetzt schon noch schwierig. Mein Impuls übrigens wäre jetzt genau der, zum zu sagen, sorry für gestern. Boah. Aber eigentlich merke ich so, nein, was, sorry. Für was muss man sich entschuldigen, wenn es einem scheiße geht? Man muss sich nicht entschuldigen für das. Und darum entschuldige ich mich jetzt irgendwie nicht, aber zum Ausdrücken, es macht einem schon ein bisschen Scheissgefühl. Man weiss,
Genau, wenn man jetzt gerade wirkt, also ich dort in dem Tea Room mit euch gegenüber und ich einfach so, ich bin mir vorgekommen wie eingemauert in einem Atombunker und ihr zwei da aussen und ich irgendwie wie von innen rausgeschaut, wie gar nicht wirklich Kontakt aufnehmen und bin wie, bah, ich bin einfach in einer Scheiße gefangen gsi. So überhaupt keinen Zugang auch zu mir oder wie ich normalerweise dann wie könnte sein. Und ich habe so gemerkt, ja, du hast mir so gewirkt, als wärst du auch nicht ganz im Strumpf. Und Sandra, Claudia, deine Schwester, Claudia auch nicht wirklich, aber ich habe wie nicht können, so richtig darauf eingehen. Ich war einfach gefangen in meinem eigenen Sein und es ist nicht alles gewesen. Und eigentlich finde ich das schon noch verrückt, dass, also gestern ist mir, das ist mir eigentlich zu viel, wenn es jeden Tag so wäre, du Heil und Sack. Weil, zuerst am Morgen, ich muss dann mal noch das Video schauen von gestern, ich weiß gar nicht, wie es mir gegangen ist, so, wenn ich das genau aufgenommen habe, am Mittag, um eins. Das kannst du, glaube ich, gar nicht wissen. Steht das irgendwo im Video? Nein. Anyway, jetzt, ich sehe mich im Ball jetzt wieder nicht mehr so, ist eigentlich. Und, jedenfalls habe ich es dann eigentlich noch ausgehalten, mich so quasi mit nichts machen, zu amüsieren. Das Video habe ich lässig gefunden, für dich zu machen. Selbst ist sowieso immer lässig. Und dann habe ich so ein bisschen gesurft und Sachen und dann ein bisschen so Doku und irgendwann so, ja, um 2:45 Therapie und okay. Ich habe mich wie so wahrscheinlich selber überlistet, dass irgendwann die Zeit nicht mehr gelangt hat, um quasi noch auf den Stepper und dann wirklich schwitzen und Haar waschen und duschen. Das hat überhaupt gar nicht gelangt für die Therapie. Sondern irgendwann weisst du, wie, jetzt hast du dir selber den Strick gedreht, quasi. Gell? Und dann habe ich dann gefunden, ja gut, das jetzt mal easy. Jetzt läufst du einfach eine Viertelstunde zu ihr. Was ich auch gemacht habe, die ist so am Rigiplatz oben dort. Also meine Therapeutin. Sie ist übrigens verdammt nochmal hure gut. Sagt mir nicht gerne, aber sie ist wirklich sehr gut. Weil sie checkt viel mehr als ich. Und ich merke länger mehr, wie wenig ich eigentlich check. Oder dass mein ganzes Checken schon gut ist, aber mir nicht wirklich etwas bringt. Und sie checkt etwas anderes. Sie checkt eben mehr. Das hilft mir. Ist wirklich cool. Auf jeden Fall bin ich dann dort hochgelaufen, also nicht nur wie am Tag voran, jetzt haben wir ja wart Freitag, gestern Donnerstag, am Mittwoch, bin ich quasi wirklich nur am Limmat gegangen, spazieren und wieder heim. 70 Minuten, wie ich gesagt habe, und das ist ja dann noch so gegangen. Ich habe dich ja dann noch gesehen. Und gestern bin ich dann zu ihr gelaufen und eine Viertelstunde da ein bisschen bis zum Theater Rigiblick hochgelaufen. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich habe noch 4 Stunden, muss ich wieder sein. Und dann bin ich wieder oben runtergelaufen. Und dann habe ich aber schon gemerkt, ich bin anders gelaufen als am Limmat. Weißt du, ein bisschen mehr unter Druck und ein bisschen mehr nicht bei mir und ein bisschen Spaziergang am Zürichberg. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe. Wegen so, entweder man geht dort mit dem Velo und dann viermal und via zu und wieder runter ans Bellevue und wieder runter und wieder runter. Oder man läuft du im Sinn von drrrrrr. Schon sexy, unspannend. Und dort bin ich also wirklich, muss ich sagen, noch nicht von wegen oh, schön und Bäumli und so. Das, sondern, ja, lauf ein bisschen, Mann. Und gleich habe ich mich aber insofern ja überlistet Jeans und angelegt und schon duschen gehabt. Also so, dass du ja nicht gehst, quasi ausbeiden und dann würdest du irgendwie schwitzen. Aber einfach so. Ich habe die ganze Zeit gemerkt, ich war schon uhrentrieben gsi. Einfach so, du kannst. Du musst doch irgendwie. Es war die ganze Zeit schon das Teil da in meinem Kopf, wegen, ich müsste irgendetwas verbrennen. Oder hey, so kommt das nicht gut, du kannst einfach nichts machen. Und dann die andere Seite, meine gesunde Seite, sagt, was nichts machen? Du machst einen Spaziergang, du gehst laufen. Wenn du einen Hund hättest, wäre der jetzt happy, wärst du eine Viertelstunde mit ihm laufen. Bon. So what? Aber uhren nicht einfach. So etwas Triviales. Zu merken, ist überhaupt nicht einfach. Und ich bin getrieben, ich habe gemerkt, ich war angespannt und ich weiss gar nicht, wie ich meiner Therapeutin alles erzählen soll, weil ich habe sie jetzt ein bisschen mehr als eine Woche nicht gesehen. Sie hat gar nicht gewusst von dem Videozeug und Blog. Und
Und ich habe wie ihr gesagt, ich kann mich überhaupt nicht entspannen. Ich sehe gerade so, und ich wüsste gar nicht, warum genau. Ich kann es wie nicht benennen. Einfach so, ich will nicht. Es geht schon, aber ich bin irgendwie da. Und ob sie mit mir eine Entspannungsübung machen kann, was sie dann gemacht hat. Und dann ist es mir bei ihr recht gut gegangen. Dann habe ich da so erzählt, was alles läuft. Und auch schon gemerkt, das ist ein Fortschritt. Und das ist okay, dass sich der jetzt nicht gut anfühlt. Kann es wahrscheinlich nicht. Wenn der Alki nicht trinkt, fühlt er sich ja wahrscheinlich auch nicht gerade in den ersten paar Wochen. Uihi! Obwohl er etwas Gutes macht für sich. Aber verständlicherweise geht es mir nicht gut. Also von dem her, ja, bin ich jetzt halt etwa in seinem Boot. Obwohl das natürlich ein bisschen absurd ist. Weil wenn ich mich über das schlau machen im Internet, du findest einfach wirklich traurigerweise über Metabolismus heilen und wie es eigentlich so und zu viel Sport und bla bla bla. Findest auch mit den richtigen Wörtern leider immer noch. 90% geht wie mehr noch um, immer noch um Weight Loss und mehr und machen und Workout und Juhu und perfekten Körper haben. Und du findest das Zeug schon, wo eigentlich richtig wäre, aber du merkst, wie krank unsere Gesellschaft ist, wie lange du zum Teil hast, bis du das findest, was eben wirklich für mich eigentlich auch richtig wäre und was eben wie zu viel ist und nicht mehr gesund und so. Und du merkst dann, unsere Gesellschaft ist wirklich befallen mit dem Schönheits-, Jungheits-, Fitheits-, einfach mit dem Ideal, wo niemand ist. Und das ist noch schwierig, weil es triggert jeden ja gleich. Dann suchst du irgendetwas auf YouTube, wo du irgendwie weißt, wie muss man, und ist es normal, dass man sich so fühlt. Und dann siehst du irgendwie gleich 9 von 10 Videos, wo ah, so kannst du aussehen und ah, perfekte Bikini-Body und dort und Beach-Workout und haha und hast schon gesehen und hast die Diät schon probiert und Paleo und Vegan und Raw until 4 und wir haben unseren perfekten Körper nur so erreicht und müsstest halt mehr oder und dann bist du plötzlich nicht mehr sicher, ja, was habe ich eigentlich das Gefühl, möchte ich nicht spazieren und dann sage ich jetzt gut. Dann haben meine anderen Stimmen natürlich mega Freude und bitte, ja genau. Alle machen jetzt irgendwie Less und du nicht und hast noch das Gefühl, es ist gut. Und das ist natürlich schwierig. Das ist wahrscheinlich etwas so schwierig wie für die Alki, wenn einfach 9 von 10 Leuten finden, hey, hoi, hast du das Glas? Und dann so, ja, nein, hier ist der Fahrrad. So ist das etwa. Und dann ist es eigentlich bei ihr recht gut gegangen. Und dann habe ich aber gemerkt, ich war irgendwie angespannt, ich habe irgendwie keine Energie gehabt. Ich habe eigentlich gemerkt, ich bin hure kaputt. Und meine Therapeutin sagt mir das eigentlich schon lange, ich wollte es einfach nicht hören, weil ich wie gefunden habe, ja, wenn ich jetzt auch mich so ein bisschen nichts mache oder auch den Spaziergang ans Limmat gehe, was eben führen kommt, ist weit, ich bin schon nach dem Tag müde. Ich bin ja gestern schon auf dem halben Weg, weißt du, wie ich meine? Das ist für mich normalerweise, das würde ich nicht mal erzählen, es ist nichts. Schon auf dem halben Weg, irgendwie im Mirkelpark, so, bin ich müde, ich würde auch am liebsten ins Bänkchen liegen und einfach... Und nachher abgeholt werden für die Therapie, nachher dort angelegt werden und ein bisschen erzählen und dann nachher wieder heimgelegt werden. Irgendwie so. Und dann wieso, hey fuck, das kommt nicht gut, das kann nicht sein, wo ich immer so viel Sport gemacht habe, dann wieso bin ich jetzt so müde, obwohl ich auch wenig mache. Und sie hat mir das dann schon erklärt, so von wegen, ja, man rennt sich wie selber davon. Das ist so der Effekt von den Leuten, die quasi erst in der Ferien krank werden. Nicht, weil sie vorher nicht schon kaputt wären, aber du spürst es gar nicht, wenn du so in dem Ding drin bist, von immer halt machen, dann läufst du einfach immer auf Reserve und der läuft schon. Ich kann mir wie selber von dieser Erschöpfung davon laufen, sodass ich mich eben wie, ich spüre es dann wie gar nicht mehr. Und das ist ja der Punkt, ich meine, als Essgestörte oder so, ich meine, ich spüre meinen Körper echt nicht so. Was heisst Hunger oder wie und was würde jetzt der wirklich wählen? Weil der will ja sowieso nur ein Zeug, das nicht gut ist, nämlich er will essen und er will schlafen. Ich meine, wo kommt denn das an? Das kommt nicht gut, oder? Aber an sich wäre ja genau das dann eben auch teilig. Einfach so, hey, du musst lernen, dem das zu geben, was du brauchst. Und wenn er einfach mal 2 Wochen will schlafen, dann wäre es richtig wahrscheinlich einfach 2 Wochen schlafen. Und wenn er irgendwie schon müde ist beim Schaffhauserplatz, dann läufst du nicht weiter. Und das ist für mich wie, hey, das, also ich meine, ich renne ja nicht mal, ich will, ich mache ja gar keinen Sport, ich meine, das kannst du jetzt nicht im Ernst, das geht nicht. Und sie sagt doch, je länger mehr sie zulässt, dass sie auch mal ein bisschen runterfahren können und Erholung zulässt, desto mehr getraut sich wieder Körper zu finden. Oh.